Das geschulte Eisenbahnerauge erkennt sofort, um was für einen besonderen Zug es sich hier handelt. Anlässlich der Pilgerwallfahrt nach Beuron hatte am Morgen das Stuttgarter Rössle den Weg von Göppingen über Ulm in das obere Donautal gefunden. Der VT 12.5 steht hier am Bahnhof Sigmaringen bis zur Rückfahrt abgestellt. Die Dieseltriebwagen des Typs VT 12.5 wurden in den 1950er Jahren für die Schnellverkehre zwischen den westdeutschen Nord- und Ostsee-Großstädten gebaut. Mit den beiden jeweils 1000 PS starken Motoren kann eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 140 Stundenkilometern erreicht werden. Um kurz nach 3:15 macht sich das Stuttgarter Rössle nun auf den Weg nach Beuron, um die Pilger vom dortigen Kloster wieder abzuholen. In Hausen im Tal muss jedoch ein kurzer Zwischenstopp eingelegt werden, da der verspätete entgegenkommende Regionalexpress nach Ulm die Strecke noch blockiert. Die Hauptattraktion an diesem Bahnhof ist neben den Formsignalen sicherlich der alte Wasserturm, mit Hilfe dessen früher die Dampflokomotiven betankt werden konnten. Nachdem alle Wallfahrer am Haltepunkt Beuron in den Sonderzug eingestiegen sind, kann die Rückreise nun endlich starten. Zurück in Hausen im Tal muss auch hier wieder auf den verspäteten Gegenzug nach Donaueschingen gewartet werden. An unserem Ausgangspunkt, dem 1873 eröffneten Bahnhof Sigmaringen, ist der erste planmäßige Halt nach Beuron. Hier müssen wir uns auch schon von dem Stuttgarter Rössle verabschieden und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im wunderschönen oberen Donautal.